Hallo und herzlich willkommen zum Let's Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 3, beziehungsweise jetzt schon zum 20. Commentary. Juhu, endlich die 20er geknackt. Aber, ja, warum? So nicht so erwartend. Dazu komme ich gleich. Ja, das ist erstmal ein schönes 3-on-3 Gameplay auf der Map Ground. Ich spiele da, oder habe da mit der ACR gespielt, mit Feldtarnung, Rotpunkt und Schalldämpfer. Perks müssten drauf sein, also ist jetzt schon etwas älter. Plündere, schnell zielen, nicht schnell zielen, schnell ziehen. Und Totenstille, ja, dabei habe ich diesmal den Spezi-Bonus als erstes auf der 2er-Streak, ja. Fingerfertigkeit auf der 4er ist Hardline und dadurch dann auf 5 Marksman, also Meisterschütze. Und dann halt ganz normal mit 7 den Skomplatten Spezi-Bonus. Das Gameplay ist ein Moab-Gameplay. Ja, ich habe nach langem mal wieder eine Moab gerissen und der Gesamtscore ist ein 49-5. Ja, warum... Naja, was heißt warum, was möchte ich hier in diesem Gameplay wieder einmal ansprechen? Ja, da. Ja, das Thema ist MW3. Also, MW3, das Gameplay habe ich erspielt, wo es noch gerade so ging mit den Hackern. Aber MW3 ist jetzt so von Hackern verseucht, ich weiß nicht warum. Das ist einfach nur nervig. Man joint im 3-on-3, 2-on-2, im normalen Herrschaft, im normalen S&D, Bodenangriff, wie auch immer. Oder hier Abschuss bestätigt. Man kommt nur in Hacker-Lobbys. Naja, die Hacker-Lobbys direkt nun nicht, aber immer wo Leute meinen, hacken zu müssen, mit Wallhack, mit TP-Hack, alles Mögliche, ist am Starter. Darum, ja, ich hab noch Gameplays. Ja, zum Glück. Ich hatte meinen Speicher damals ein bisschen aufgeräumt, wo dann halt zu viel ACR und alles Mögliche, sodass ich ein paar andere Waffen noch habe. Insgesamt müsste ich noch 7 Gameplays haben. Also sollte das kein Thema sein. Also die sind alle sehr, sehr hoch vom Score. Und ja, die werde ich dann auch nochmal verarbeiten müssen. Also ein bisschen MW3 Commentary gibt's noch. Aber... viel nicht mehr, also ich spiele MW3 gar nicht mehr. Zur Zeit wieder. Gar nicht mehr. Eine Zeit ging ja gerade so, da war ich aber auch nicht so besonders gut. Aber es hat Spaß gemacht, man konnte spielen, man ist in eine Lobby reingejoint und man konnte super frei wegspielen. Keine Hacker, kein nichts, kein gar nichts. Und dann nächsten Tag ging wieder los. Hacker, BH, war wieder alles am Start. Dann war eine richtig gehackte Lobby, wo man denn AC 130 Schüsse abfeuert und all so möglichen Kram. Das ist einfach nur scheiße und lästig. Ja, jetzt bin ich halt umgestiegen jetzt auf MW2, was ich noch so mehr oder weniger spiele. Bisschen Black Ops 2 noch nebenbei. Ja, ansonsten geht halt jetzt sehr viel nur noch über die Konsole. Ich habe mir MW2 noch für die Konsole gekauft, für die Xbox 360. Da in MW2 auf dem PC auch jetzt hin und wieder die ein oder andere Hacker unterwegs sind. Das ist aber nicht so derbe viel wie in MW3. Also es war wirklich mal anders und da hatte ich gerade die Moab erreicht. Und da ist er auch schon draußen. Ja, also das Spiel. Die beiden Spiele wechseln sich wohl immer ab. Wenn MW3 nicht mehr spielbar ist, ist MW2 spielbar. Und wenn MW2 nicht mehr spielbar ist, ist MW3 nicht spielbar. Also, ich weiß es nicht, was Leute sich da überhaupt bei denken. Irgendwie zu hacken, bloß weil sie keinen Skill haben, dann sollen sie sowas halt nicht spielen. So ist meine Meinung. Ja, jetzt kann es natürlich mit MW3 wieder anders sein. Ich habe es jetzt schon seit zwei Monaten bestimmt jetzt nicht mehr gespielt. Na gut, sagen wir einen Monat, kommt er hin. Wir haben übrigens heute den 15. Ja, 10 Uhr.
Ja, das kann aber hinkommen, dass ich das sogar einen Monat nicht mehr gespielt habe. Ja, ansonsten. Ja, Battlefield 3 ist denn noch bei mir am Start. So ein bisschen. Und da wurde ich total niedergesprayt von einer Barrett. Ja, das war nicht so schön. Ich dachte, ich kann meinen Score noch ein bisschen hochpushen, ohne großartig zu sterben. Aber Fehlanzeige. Jetzt glaube ich kaum ein Death nach dem anderen. Und ein paar Kills noch. Ja, wie gesagt, Battlefield 3. Die Battlefield 4 Beta ist ja auch draußen seit dem 4.10., also seit gestern. Mal gucken, wann ich das hier hochlade. Denk mal heute noch. Ja. Ansonsten kann man dazu nichts mehr sagen. MW3 macht einfach keinen Spaß mehr, wenn da halt solche Hacker unterwegs sind. Und MW2, ja, ist halt wie gesagt genauso, wenn da irgendwie Scheiß am Start ist. Muss mir Scheiß, also das am Start wieder abgewöhnen. Wenn da halt so viel Hacker alles rumlaufen, macht eigentlich nie ein Spiel echt so viel Spaß. Ja, ganz normal. Ansonsten Battlefield 3. Ich freue mich schon auf Ghosts. Auf jeden Fall werde ich mir das holen. Bei Battlefield 4 bin ich mir nicht so sicher. Also ich kann's spielen, aber so auf der Auflösung, auf Full HD Auflösung, aber dann auf Texturen High. Texturendarstellung oder so, was das ist, auch auf High und der Rest alles auf Low und aus. Ja, mein Laptop bräuchte eigentlich eine neue Grafikkarte, aber da das nicht geht, ja, ist ja Fehlanzeige. Also muss ich irgendwie, ja, ich würde mir gerne meinen neuen Rechner kaufen, aber dazu fehlt dann Geld. Leider, leider, leider. Ansonsten könnte ich auf Battlefield 4 dann alles auf Ultra spielen, alles auf hoch, was, also ganz hoch. Naja, höher geht's denn gar nicht. Ja, aber ich bin euch noch am überlegen. Ghost wird definitiv laufen, da das ein bisschen anspruchsvoller ist wie MW. Nee, gar nicht, wie Black Ops 2. Aber nicht so anspruchsvoll wie, ja, Battlefield 3. Also wird das, ja, getrost. Kann man jetzt getrost zocken. Obwohl, ich bin der Meinung, na. Ghost hat nicht so viel Anforderungen wie Black Ops 2. Da muss ich mich gerade widersprechen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Welches Spiel jetzt nur mehr Grafikanforderungen hat? Oder generell? Weil ich habe mir mal von Ghost da was angeguckt. Da braucht man, ja, eine 1 GB Grafikkarte, um die maximale Einstellung zu spielen. Euer empfohlen, ne? Und ja, sollte eigentlich alles kein Thema sein. Das Gameplay ist recht kurz, irgendwie mit ja, bisschen über 8 Minuten. Und da ist es ja auch fast vorbei. Jetzt wurde nochmal eine Reaper rausgehauen. Ja, und kurz vor Schluss gehen die Typen natürlich raus. Das wird man gleich sehen. Weil wir einfach, ja, die so weggebasht haben. Und da ist auch schon die Feindaufgabe. Oh, ja, kann man halt nichts machen. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Das Commentary war eigentlich schon lange überfällig. Das wollte ich schon sehr, sehr lange gemacht haben. Ja, jetzt ist noch unnötigerweise eine AC-130 draußen, einfach nur um die Punkte zu kriegen. Ja, das Gameplay ist auch schon zu Ende. Bewertet es, kommentiert. Wenn euch es gefallen hat, lasst ein Abo da. Ich bin Alevach1999. Ciao, Leute.